Herzlich willkommen zusammen, Freunde, zu einem neuen LS25 Video und heute möchte ich euch so ein bisschen den Baumodus näher bringen, denn der hat sich deutlich geändert. Unter anderem kann man viel näher ranzoomen, viel weiter raus, was schon mal hilft, aber auch die ganze Anordnung, wo man was findet, wie was funktioniert, hat sich etwas geändert. Manche Sachen sind ein bisschen schwierig zu finden, unter anderem bei den Bäumen hatte ich mich anfangs ein bisschen schwer getan und ich möchte euch einfach zeigen, wie was funktioniert. Prinzipiell haben wir hier Kategorien. Also wir haben erstmal Gebäude, Produktionen, alles rund um Tiere, alles rund um Zäune, Dekoration und Bauen, Modellieren, Malen etc. Hier oben haben wir dann erstmal Hallen. Können wir jetzt einfach mal so eine Halle nehmen und können die irgendwo hier hinbauen. Wenn es jetzt schon mal da dran geht, hey, wie drehe ich denn das Objekt, beziehungsweise wenn es irgendwie überlappt und ich kann nicht bauen. Seither kam ich mit der Taste V in den freien Modus, jetzt kann ich das mit B aktivieren. Dann würde nämlich die Meldung überlappt mit einem Objekt weggehen, wenn ich B drücke, und ich kann es trotzdem bauen. Dann sind die quasi hier so ein bisschen ineinander gebaut jetzt, ja. Ich habe es mit Absicht jetzt quasi verkackt. So sollte man es nicht machen, aber wenn ich jetzt irgendwie so direkt spitz auf Knopf bauen möchte, das würde der im normalen Modus auch schon nicht zulassen, dann müsste ich ja so einen minimalen Abstand lassen, so ganz ran geht nicht. So kommt er also in den freien Modus. Mit F könnt ihr das Gebäude auch konfigurieren, also ihr habt die Möglichkeit hier drauf zum Beispiel Sonnenkollektoren drauf zu packen, kostet dann natürlich mehr. Haben wir es konfiguriert und jetzt könnten wir das hier einmal bauen. Auch haben wir die Taste R, womit wir quasi ein Raster an- oder ausschalten können. Mit rechts Linksklick der Maus wird es dann einfach platziert. Genau. Wenn ihr jetzt irgendwie sagt, hey, okay, ich möchte jetzt etwas wieder abreißen, weil ich es verkackt habe, dazu müsst ihr den Abrissmodus aktivieren. Dann müsst ihr wieder B drücken, aber es geht nur, wenn ihr kein Gebäude ausgewählt habt. Also einmal Escape drücken, dann B und dann könnt ihr das abreißen und dann kriegt ihr auch wieder Geld dafür. Ihr habt es gerade gesehen, ja, ich habe kompletten Preis wieder bekommen, was ich für das Gebäude bezahlt habe. So, wir haben jetzt hier ganz viele verschiedene Hallen, wo wir einfach Sachen unterstellen können. Werde ich jetzt nicht alle bauen, nur dass ihr es mal gesehen habt. Wir haben hier Silos, wir haben Silo-Erweiterungen, die Punkte kennt ihr ja schon aus dem 22er. Wir haben baubare Objekte, das ist quasi so ein Haus, ja. Wenn ich das jetzt hier irgendwie bauen sollte, dann wird hier eine Baustelle erzeugt. Das heißt, ihr müsst jetzt hier hingehen. Da wird euch angezeigt, können wir gleich hinlaufen, was ihr jetzt anliefern müsst. Und dann wird hier nach und nach das Gebäude gebaut. Das sind diese baubaren Objekte, die ihr platzieren könnt. Es gibt Container, das sind Tankstellen, ja, ein Brunnen quasi, dann Wasserbehälter und so weiter drin. Es gibt verschiedene Geräte, wie zum Beispiel eine Waage, E-Ladesäule oder ein Kercher. Und es gibt Hofhäuser, also fertige Hofhäuser. Die Hofhäuser gibt es teilweise auch hier unter baubare Objekte, sind halt hier günstiger, müsst halt Material anliefern. Könnt ihr euch entscheiden. Soweit zu dem Punkt. Dann haben wir hier die ganzen Fabriken. Das unterteilt hier in erstmal die ganzen Produktionen, alle die es gibt. Prinzipiell, was denn die Produktion für Rezepte und so weiter haben, dazu habe ich ein extra Video gemacht. Dann haben wir hier Verkaufsstellen. Wir haben Gewächshäuser und hier ist auch sehr, sehr spannend. Ja. Wir haben einmal die neuen rundlichen Gewächshäuser in verschiedenen Größen. Je nachdem, welches ihr baut. Das hier kann zum Beispiel nur Reis, das kann verschiedene Gemüsearten. Die können dann auch Gemüsearten. Aber es gibt tatsächlich auch die alten weiterhin. Schaut es euch an.
Ja, sie wurden grafisch ein bisschen überarbeitet, aber sie gibt's noch. In allen drei Größen, entsprechend auch für Gemüse. Und dann gibt's die Gewächshäuser, ja, die dunklen für Pilze auch in drei verschiedenen Größen. Mehr weiterklicken, dann haben wir hier Plantagen. Wir haben hier auch ein Reisfeld, was ich anlegen kann. Wie lege ich ein Reisfeld an? Einfach eine Ecke anklicken und eine Linie ziehen. Und jetzt male ich einfach mein Reisfeld, so wie ich es denn gerne haben möchte. Wenn ich irgendwie einen Kreis machen möchte, dann muss ich halt mehrere Punkte so nach und nach setzen. Also einen perfekten Kreis wird es nicht, aber so ein bisschen eine Rundung kriege ich hin. Zack. Und ein bisschen drehen. Wenn ich dann fertig bin, mache ich einmal keinen Linksklick, sondern einen Rechtsklick auf der Maus. Und dann ist es abgeschlossen. Dann wird die Fläche hier komplett eingeebnet. Ja. Je nachdem, wie uneben das Gelände davor war, habe ich dann an manchen Stellen irgendwie eine größere Kante oder einfach nur eine flache Kante. Und hier hinten ist dann mein Wasseranschluss. Und dann haben wir hier noch Generatoren, Solaranlagen, Windturbinen etc. Für die Tiere ist es so, ich habe hier einen Reiter Kühe, das sind alle Ställe mit drin. Wie ich quasi eine komplett frei platzierbare Weide hinbekomme, wie ich es hier habe und wie die funktioniert, dazu habe ich auch ein extra Video gemacht, könnt ihr euch gerne anschauen. Gibt auf jeden Fall hier jede Menge Ställe und in dem anderen Video zeige ich euch auch entsprechend, für welche Tiere das geht mit den frei platzierbaren Weiden, bei welchen nicht. Wir haben Pferde, Schweine, Schafe, Hühner, Bienen, sonstiges ist der Hund. Dann haben wir Dekorationen. Da haben wir Zäune. Richtig viele Zäune sind das, was wir hier bauen können. Einfach nur so, um irgendwas einzuzäunen. Die haben jetzt nichts damit zu tun mit den Weiden hier. Das sind einfach nur Dekozäune. Wir haben hier Lampen für mehr Licht. Und wir haben Sonstiges. Das sind einfach diverse Gebäude, Schuppen, kleine Hütten drin. In erster Linie einfach Unterstellmöglichkeiten oder Dekorationsobjekte. Wir haben hier auch so also weiße leere Hütten. Können da auch platzieren. So. Da wird auch so eine Baustelle platziert, wo ihr dann Material anliefern müsst. Und die sind so billig, die sind nicht irgendwie frei baubar. Und dann haben wir zum Schluss noch den Modellieren-Bereich. Also wo ich einfach, wie schon bekannt, hier den Boden irgendwo anheben kann mit der linken Maustaste, senken mit der rechten Maustaste. Wenn ich was ebnen ziehen will, dann gehe ich auf eine Fläche, meinen Referenzpunkt, klicke links und dann ziehe ich. Und dann wird quasi alles auf diese Höhe hier angepasst. Mein Kreis, meine Pinselstärke und Größe kann ich übrigens mit N und M ändern. Also die Größe und die Stärke dann entsprechend mit K und L. Das je nachdem. So, jetzt macht er nur ganz leicht. Und wenn ich die Stärke jetzt mehr mache, dann geht es auch viel schneller. Und die Kanten sind halt auch ja nicht so leicht vom Übergang, sondern schärfer. Das hilft euch auf alle Fälle auch zukünftig beim Eben machen. Also Eben machen Tool. So. Eben ziehen wird alles auf meine Referenzhöhe, die ich ursprünglich hatte, gebracht. Ich kann dann Boden ausgleichen. Das heißt einfach, auf meiner kompletten grünen Fläche wird quasi so eine Art Mittelwert gebildet. Ihr habt es gesehen, der ist jetzt nicht einfach glatt, sondern der wurde jetzt auf der Fläche das Material gleichmäßig verteilt. Die Spitze ist weg und es ist alles gleichmäßig verteilt, aber ich habe hier noch eine Erhöhung. Wenn ich jetzt eine Rampe bauen möchte, dann nehme ich meinen Referenzpunkt, die Endhöhe, die ich haben will, mache hier einmal einen Rechtsklick und dann gehe ich dahin, wo meine Rampe starten soll, klicke mit links und dann kann ich jetzt gedrückt halten und einfach hier hochziehen
und er macht mir entsprechend auf die Zielhöhe die Rampe. Theoretisch geht die Rampe auch noch höher, wenn ich einfach weiterziehe. Aber wir haben entsprechend von Start zu Ende exakt den Winkel. Wenn er jetzt loslässt und wieder neu ansetzt, ja, dann geht natürlich von da an, wo er neu ansetzt, der Winkel los. Das heißt, wenn ihr so eine Rampe baut, dann solltet ihr die ganze Zeit die linke Maustaste gedrückt halten, bis sie fertig ist und zwischendrin nicht loslassen. Wenn nicht, müsst ihr zumindest wieder zum Ausgangsreferenzpunkt gehen. Mit B könnt ihr übrigens auch die Cursorform zwischen Kreis und Viereck ändern. So, und jetzt habe ich immer ewig gesucht, wo sind denn die Bäume? Die sind hier oben. Wir können nämlich hier weiterklicken. Wir haben hier dann die Bäume, die wir bauen können. Und es sind halt schon richtig, richtig schicke Bäume auch. So schauen die aus. Wir haben hier Pflanzen. Und wir haben hier auch Objekte, die wir malen können. Also verschiedene Bodentexturen. Können wir malen. Und halt von den Pflanzen Gras. Büsche, Sträucher, alles Mögliche. Bei den Grasarten ist es sogar so, wir haben drei verschiedene Grasgrößen. Und je nachdem, in welcher Grashöhe, das ich mal, kostet es halt mehr. Das Abgemähte kostet plus 10 und das Erntereife kostet 50. Wir können uns das jetzt ein bisschen genauer anschauen. Gehen wir kurz zuerst von hinten her wieder ran. Da hinten haben wir unsere Gräser, die wir gemalt haben. Und unsere Bodentexturen. So, hier einmal einen felsigen Boden. Sieht schon krass aus und wir sehen auch so ein bisschen 3D-Effekt. Dann einfach so Straßenpflaster, schön gelegter Pflasterweg. Hier dann die Gräser, hatte ich vorher schon gemalt. Das ist einmal das hohe, das mittlere und das günstige für 10, was abgeerntet ist. Hier hinten steht einmal mein selbstgepflanzter Baum. Hier so ein bisschen mein Gelände, was ich modelliert habe. Ja, ihr seht, es ist wirklich eine richtig schöne Rampe. Also wenn ihr da noch mehr Infos braucht zu dem Baumodus, im Endeffekt ist er wie im 22er. Hat sich ja nur das mit dem Kletten, wie scharf das Ganze ist, ein bisschen geändert. Vielleicht allgemein die Funktionalität noch, aber dafür habe ich zu wenig gebaut bisher. Schreibt es gerne in die Kommentare, dann kann ich mir das nochmal anschauen und kann dann nochmal ein extra Video dazu machen. Gewächshäuser sehen wir einmal hier. Ja, hier drin ist einmal komplett dunkel. Ihr braucht im Endeffekt für alle Wasser. Ihr könnt die mit R hier aktivieren, sind dann unter Produktionen. Und dann werden hier entsprechend Pilze und sonstige Sachen hergestellt. Ja, ein bisschen anders sehen sie aus, aber prinzipiell sehr, sehr cool, dass es die auch noch gibt. Reisfeld, einfach mit R, wenn er dann sagen, fluten, dann fließt das Wasser. Und hier vorne dann unsere Baustelle. Da können wir hier reingehen. So, und jetzt steht es hier unten rechts. Wir brauchen jetzt als nächstes, es gibt mehrere Schritte, bis das Haus fertig ist. Für den nächsten Schritt 1000 Liter Holzbalken, 1000 Liter lange Bretter und 1000 Liter Bretter. Anliefern, dann startet der Produktionsschritt. Das Haus wird anfangen gebaut und dann steht dran, was für den nächsten Schritt benötigt wird. Genau. Und ansonsten haben wir hier vorne noch die zwei Gebäude. Ja, aktuell scheint die Sonne. Ich habe keinen Sonnenkollektor hier drauf. Wir können mal kurz gucken, unsere Finanzen, wie denn die ausschauen im November. Einnahmen haben wir aktuell keine. Und ich spule jetzt mal ein bisschen die Zeit vor. Und jetzt seht ihr hier, Einnahmen, Gebäude steigen. Also ist es tatsächlich so, die Sonnenkollektoren, die ihr quasi hier auf die Halle jetzt der Konfiguration mit drauf gebaut habt, die haben tatsächlich auch eine Funktion und die liefern auch Strom. Sehr, sehr cool. Was sagt ihr allgemein zu der Vorstellung aus diesem Video, zu den Features, die ich jetzt hier vorgestellt habe? Da sind doch einige Features mit drin, die jetzt so nicht jedem bekannt waren und die auf alle Fälle sehr, sehr cool sind, deutlichen Mehrwert bringen. Unter anderem zum Beispiel
die Sache mit den Sonnenkollektoren. Schreibt es gerne unten rein. Falls ihr noch Fragen habt, kommt im Livestream. Da machen wir noch viel, viel mehr. Und ich mache auch noch mehr Videos die Tage. Aber jetzt ist erstmal der Fokus auf Streamen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Iltis. Ciao, ciao.